Hi und herzlich willkommen auf meinem Blog. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch eine Mango-Kirschmarmelade. Und dafür habe ich zwei Mangos gekauft. Und die Kirschen habe ich sowieso da. Und je nach Gewicht zeige ich euch dann, welches Verhältnis zueinander ihr die Marmelade machen könnt. Viel Spaß dabei! Zuerst schneidet ihr die Mango klein, damit ihr wisst, wie viele Kirschen ihr braucht. Die ist schon ziemlich weich, diese Mango. Normalerweise geht die ganz einfach zu schälen. Aber die hier ist ein bisschen schwierig. Aber auf jeden Fall machbar noch. Also guckt, dass ihr auf jeden Fall, wenn es möglich ist, was hier in Deutschland etwas schwierig ist, eine rote Mango zu kaufen und keine grüne. Falls die aber doch grün sein sollte, die Mango, dann gebe ich euch einen Tipp, legt sie in die Sonne, nicht in den Kühlschrank, definitiv nicht in den Kühlschrank legen, weil dort geht sie schneller kaputt, wie wenn sie an der frischen Luft ist. Und die rote ist halt definitiv geschmackvoller wie die grüne. Ich sage euch auch warum, die wird in den tropischen Ländern unreif gepflückt und deshalb ist die kommt hier halt hierher, wenn sie grün ist. Sie ist zwar essbar, aber letztendlich eigentlich noch nicht so, wie man sie im Urlaub dann kennt. Also die ist hier wesentlich weniger geschmackvoll, nicht so süß. Genau. Also ihr braucht es nicht so klein schneiden. Ich schneide es jetzt einfach nur von der Haut runter, dass die weg ist. Und schmeiße in meine Waage, damit ich einfach weiß, wie viel Gramm ich von der Mango habe. Also die erste habe ich schon geschnitten. Jetzt sind wir bei knapp 800 Gramm. Also es gibt eine gute Masse, die ist auch sehr saftig. Das ist sie definitiv, aber hat halt nicht diesen Mango-Geschmack, wie man in den tropischen Ländern kennt. Leider. Aber die zweite hier war jetzt relativ, hatte viele Stellen rot. Da geht es dann eigentlich, aber die erste war ziemlich grün. Schauen wir mal. Deshalb mache ich weniger Kirschen dann rein, damit auch der Mango-Geschmack ein bisschen da ist, weil soll ja eine Mango-Kirschmarmelade geben, nicht nur eine Kirschmarmelade. Ich habe mir jetzt einen großen Topf geholt und hier sind die entsteinte Kirschen. Also bitte entsteinte Kirschen nehmen. Und die Mangos waren jetzt 1150 Gramm. Das gebe ich jetzt schon mal hier rein in den Topf. Und ich habe mir jetzt überlegt, so circa 600 Gramm Kirschen reinzumachen. Dafür nehme ich jetzt einen großen Schöpflöffel. Jetzt gibt es eine große Sauerei. Also circa 600 Gramm. Also das ist ungefähr die Hälfte von der Mango. Ich möchte ja aber auch, dass die Mango schmeckt. Also ich habe jetzt 800 Gramm genommen, weil es von der Masse her sonst nicht so viel wird. Gibt es nicht so viel an Wasser. Aber ich möchte ja, dass die Mango hervorschmeckt.
Also natürlich könnt ihr dann auch 3, 4, 5 Mangos nehmen. Gar kein Thema. Ich hatte jetzt halt nur 2 Mangos da. Und ich würde es halt in dem Verhältnis von 1150 Gramm Mango und dann die 800 Gramm Kirschen nehmen. Und das gibt jetzt ein paar Gläser, aber nicht so viel an Masse. Also wie gesagt, ihr könnt es selbst variieren. Aber es ist ja auch mein erstes Mal, wo ich das ausprobiere. Die ganze Masse gibt jetzt 1950 Gramm. Das heißt, ihr braucht jetzt Chili-Zucker. 3:1 habe ich genommen, da die Kirsche nicht säuerlich sind. Das sind ja Süßkirsche. Und die Mango sehr süß sind, brauche ich keinen 1:1 Zucker. Also das heißt, es wäre ja 1950 Gramm Frucht und 1950 Gramm Zucker. Macht für mich keinen Sinn. Also ich möchte keine richtig süße Marmelade haben. Ich möchte den Geschmack der Frucht haben. Deshalb nehme ich 3:1. Das heißt 3 Teile Früchte und 1 Teil Zucker. Das heißt, bei 1950 wären wir bei 650 Gramm Chili-Zucker. Das wiege ich jetzt hier ab. Also ich habe jetzt den von Südzucker, aber das ist halt, was es denn bei uns gibt. Und ihr könnt natürlich selbst individuell frei wählen, was für einen Zucker ihr möchtet. Jetzt einfach über die Früchte drüber geben, dass alles schön bedeckt ist. Vor allem die Mango. Ich mache es jetzt mit dem Teigschaber ein bisschen raus, den Zucker, weil es noch nass war von den Kirschen. So, das Ganze jetzt zugedeckt, über Nacht ziehen lassen. Wenn ihr mein anderes Video, die Kirsch-Kokos-Marmelade, schon angeschaut habt, und zwar dient es dazu, dass durch den Zucker jetzt Flüssigkeit gezogen wird und dadurch einfach eine mehr Masse entsteht, die Flüssigkeit, es wird viel Flüssigkeit gezogen. Würdet ihr das jetzt so aufkochen, hättet ihr definitiv nicht so viel Flüssigkeit. Also ich sage im Durchschnitt, je nach Masse, aber bei der Masse, weil die Mango jetzt auch so saftig sind und die Kirschen sehr saftig waren, gibt es bestimmt ein halbes Glas bis ein Glas mehr Marmelade. Also nehmt euch die Zeit, lasst es einfach über Nacht ziehen. So wie bei mir ist es jetzt auch abends 7 Uhr, setze ich das an und morgen früh fange ich dann an, das aufzukochen und zeige euch dann natürlich, wie es weitergeht. Die Mango-Kirsch-Marmelade ist jetzt über Nacht gezogen. Ich habe es ja schon mal rumgerührt. Ihr seht, wie viel Flüssigkeit es gezogen hat. Ich werde es jetzt wieder wie bei der Kirsch-Kokos-Marmelade alles in den Mixer geben. In meinen tollen Ninja-Mixer. Ich werde euch den nochmal verlinken. Also der ist einfach top. Da passt auch sehr viel rein. Weil ich möchte einfach keine Stückchen in der Marmelade. Ich mag das einfach nicht. Wenn ihr Stückchen möchtet, dann könnt ihr natürlich gerne die Marmelade gleich aufkochen. Aber ich werde es jetzt erstmal mixen und danach dann natürlich aufkochen. So, dann machen wir Püree draus. Das ist so ein automatisches Programm. Hier kann ich selbst wählen. Aber hier haben wir dann Frozen Smoothie und ich mache jetzt einfach mit. Am besten halt vor dem Aufkochen. Weil nach dem Aufkochen war es relativ das letzte Mal schwierig für mich. Und dann einfach, ihr seht hier die Haut von der Kirsche. Und wie gesagt, ich mag das nicht. Deshalb siebe ich das jetzt durch. Und wenn dann keine Stückchen mehr drin sind, dann werde ich es aufkochen.
So sieht das Ganze jetzt durchgesiebt aus. Und ich werde jetzt das hochschalten, nicht ganz so hoch. Deckel drauf und aufkochen lassen. Ja, das soll so aussehen, dass ein etwas Schaum oben sich bildet. Und dann könnt ihr das ständig rumrühren, dass es halt unten nicht anbrennt. Und dann die Gelierpumpe machen. Ich habe es jetzt schon rausgenommen. Also das dauert noch ein bisschen. Es ist noch nicht ganz fest hier. Also es muss noch die Gelierpumpe gemacht werden. Wenn die Marmelade am Rührlöffel, wenn sie kalt wird, dann klebrig wird, dann ist die Marmelade fertig. Ein bisschen aufkleben lassen. Und wenn es dann so wie klebrig wird, dann wisst ihr, dass die Marmelade fertig ist. Ich habe hier jetzt schon meine Gläser stehen. Die sind in Essigwasser ausgekocht. Bitte macht das, damit die einfach desinfiziert sind und sich kein Schimmel bildet. Ich werde jetzt dann die Marmelade, wenn das, also ihr seht, es wird klebrig. Dann ist die Marmelade fertig. Und ich habe sie natürlich auch schon probiert. Schmeckt hervorragend nach Mango. Also die Mango kommt hervor und die Kirsche schmeckt natürlich auch leicht im Hintergrund, aber für mich war es wichtig, dass man einfach die Mango schmeckt. Und jetzt wird es einfach in die Gläser abgefüllt. Wenn ihr mal was verkleckern solltet, so wie ich hier, dann immer mit einem Zebertuch bzw. mit der Küchenrolle das sauber machen, damit sie es nicht oben im Rand festsetzt. Die Deckel habe ich natürlich auch in Essigwasser ausgekocht und die werden jetzt einfach zugeschraubt. Und ihr braucht sie nicht mehr auf den Kopf stellen, weil durch das Heiße, deshalb auch immer gleich die Deckel dann drauf machen, zieht das Vakuum. Und man braucht das nicht unnötig auf der Kopfstelle, weil da kann sich dann auch schnell, wenn ihr es geöffnet habt, oben ist er dann immer Marmelade, dann kann sich hier immer Schimmel bilden und jetzt halt dann natürlich nicht. Und durchs Vakuum wird es einfach zusammengezogen. Die Marmelade ist jetzt abgefüllt und so sieht es dann aus. Es ist sehr heiß und dadurch zieht es dann das Vakuum. Ich werde sie jetzt dann noch beschriften und einfach ein Etikett draufkleben, was drin ist, wann die Marmelade gemacht ist und einfach auskühlen lassen, am besten im Keller oder im Vorratsschrank aufbewahren. Die müssen nicht gekühlt sein, aber es sollte relativ dunkel stehen. Und ich esse am liebsten die Marmelade, wenn ich es auf dem Brot haben möchte, kalt aus dem Kühlschrank und dann einfach in den Kühlschrank stellen. Danke fürs Einschalten, ich habe mich sehr gefreut. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst oder auch ein Gefällt mir. Und ihr könnt mir sehr gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, eine Nachricht schreiben. Ich schreibe euch das Rezept definitiv auch noch in die Infobox. Und würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Habt einen schönen Tag!